Man kauft sich ein gebrauchtes Android-Gerät, zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen, und wundert sich dann beim ersten Hochfahren, dass dort noch ein Konto eingerichtet ist. Naja, nicht schlimm, denkt man sich, kann man ja zurücksetzen auf den Werkszustand. Bis dann die Überraschung kommt, dass das gar nicht mehr so einfach geht. Das Feature heißt Factory Reset Protection und ist eigentlich dafür gedacht, dass gestohlene Geräte nicht einfach so zurückgesetzt werden können und der Vorbesitzer sein Gerät dann nicht mehr finden oder zurückbekommen kann. Prinzipiell ist das ja erstmal eine gute Idee. Allerdings hat das natürlich auch den Nachteil, dass ich dann eventuell Probleme bekommen kann, ein Gerät zurückzusetzen. Stellen wir uns vor, zum Beispiel der Vorbesitzer ist einfach gestorben und es gibt keinen Zugriff auf die Konten, dann wird das Ganze kompliziert. Immerhin können Android-Geräte ja mehrere hundert Euro kosten und ich möchte die nicht als Briefbeschwerer benutzen, sondern würde die natürlich gerne wieder in Betrieb nehmen, indem ich sie zurücksetze. Ich präsentiere euch jetzt eine Lösung, wie es zumindest bei meinem Samsung-Gerät, das ich vor mir liegen habe, dem Galaxy Tab A, trotzdem funktioniert, auch wenn man keinen Zugriff auf das Konto hat. Und ich werde auch meinen Senf dazugeben, weil das schon ein bisschen kurios ist, das Ganze. Los geht's nach dem Intro. Wie äußert sich die Factory Reset Protection? Naja, ich schalte ein Gerät ein, wenn ich Glück habe, habe ich noch die PIN, aber vielleicht keinen Zugang mehr zu dem dort hinterlegten Samsung-Konto. Diese Factory Reset Protection schaltet sich dann ein, wenn Find My Mobile aktiviert ist. Das ist eine Art Diebstahlschutz, so kann ich zum Beispiel mein Gerät wiederfinden, wenn es jemand unberechtigt von mir geklaut hat. Und damit der Dieb dann nicht potenziell einfach hergehen kann und das zurücksetzen kann in den Werkszustand und ich damit dann eben diese Funktion nicht mehr habe, gibt es eben diese Factory Reset Protection. Bei Samsung ist sie aber völlig sinnlos implementiert. Ich bin jetzt hier im Menü und wenn ich das Ganze zurücksetzen will, über den normalen Weg, also über die Einstellungen des Tablets oder des Telefons, dann werde ich erstmal aufgefordert, eine PIN einzugeben. Das ist die normale Entsperr-PIN, eventuell scheitere ich schon an dieser Hürde. Habe ich die jetzt trotzdem und kann auf das Menü zugreifen, dann ist die nächste Hürde, dass ich mich in meinen Samsung-Account hier einloggen muss. Dieser ist direkt mit diesem Find My Mobile verknüpft. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich einzuloggen. Entweder man hat ein Passwort erstellt oder man bekommt einen Link an die E-Mail-Adresse, in meinem Fall die Google-E-Mail-Adresse geschickt, den man bestätigen muss. Was mache ich jetzt aber, wenn ich auf diese E-Mail zum Beispiel gar keinen Zugriff mehr habe? Das Ganze, was man hier sieht, ist ein bisschen Theater und alles Fake, wenn ich das so sagen darf, denn am Ende kann ich das Gerät zurücksetzen, ohne irgendein Konto, ohne Zugriff auf irgendwas zu haben. Also wenn man schon so eine Factory Reset Protection hat, dann sollte die auch funktionieren und nicht nur dazu dienen, den Nutzer zu gängeln. Also wie gehe ich jetzt hier vor, um das Gerät zurückzusetzen? Als erstes bei solchen Aktionen ganz wichtig immer, die Daten müssen vorher gesichert sein, denn die sind danach gelöscht. Das nächste Wichtige ist, entweder ihr habt das Ladekabel angeschlossen oder ihr habt einen vollen Akku, denn der Vorgang ist ziemlich akkuintensiv und dauert auch relativ lange. Wenn das Gerät dann ausgeschaltet ist, muss ich bei meinem Samsung-Gerät die Lautstärke-Taste nach oben gedrückt halten, also die Lauter-Taste, und während ich die gedrückt halte, drücke ich auf den Power-Knopf. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, die Lautstärke-Taste gedrückt zu halten und dann den Power-Knopf loszulassen. Nach einer kurzen Wartezeit komme ich dann eben ins Recovery-Menü von Android. Hier habe ich ein paar Optionen zur Auswahl und durch die kann ich mit den Lautstärke-Tasten durchnavigieren. Drücke ich nach unten, wird die Markierung nach unten verschoben. Und hier erkennen wir vielleicht schon, dass es hier den Punkt gibt, Wipe Data Factory Reset. Das ist ja im Prinzip genau das, was wir wollen. Wir wollen das ganze Ding in den Werkszustand bringen. Das wähle ich jetzt also mit den Lautstärketasten aus und bestätige dann die Auswahl einfach mit der Power-Taste, nur kurz drücken und dann komme ich ins nächste Menü. Hier wähle ich dann aus Factory Data Reset und auch das kann ich wieder bestätigen. Jetzt kann ich unten sehen, dass das Ganze funktioniert hat, Wiping Data und Data Wipe Complete, also das hat in dem Fall funktioniert. Jetzt können wir wieder zurück in das Recovery-Menü und hier können wir einfach auswählen Reboot System Now. Damit fährt er dann ganz normal wieder in die Samsung oder in die Android-Oberfläche hoch und ich habe ein wirklich frisch aufgesetztes System. Vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren erklären, was der Quatsch soll. Warum behindert man das Zurücksetzen, wenn ich in Android bin, kann es aber innerhalb weniger Sekunden oder Minuten einfach hier im Recovery-Menü ausführen? Ich muss dir keinen Bootloader entsperren oder gar nichts, also das ist wirklich die Standardfunktion, so wie es kommt. Da muss ich doch nicht im Android das Ganze verhindern, während ich es dann im Recovery-Menü
eh viel schneller machen kann. Ja, würde mich mal über Kommentare freuen, was es damit auf sich hat. So richtig verstanden habe ich es nicht. Wenn das Video geholfen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo dieses Kanals.